Selfies. Alle machen Selfies. Kinder, Erwachsene, halb Hollywood, Politiker, Sportler und sogar der Papst. Die ganze Welt ist anscheinend verrückt nach digitalen Selbstporträts. 35 Millionen gibt es allein davon auf Instagram. Wer die Selfies nicht dort teilt, lädt sie bei Facebook, Twitter oder WhatsApp hoch. Und was glauben Sie? Wer postet mehr Selfies? Männer oder Frauen? Frauen posten mit 64% die meisten Selfies. Aber das Interessante ist, 34% der Männer bearbeiten ihre Fotos mit Photoshop, bevor sie sie hochladen. Von den Frauen machen das nur 13%. Am häufigsten werden die Gesichtsfarbe, die Augenfarbe und die Augenform verändert. 19% aller Selfies entstehen übrigens im Urlaub. Ebenso viele zu Hause im Wohnzimmer. Und am fleißigsten knipsen sich die Einwohner von Makati City. Das ist eine Stadt auf den Philippinen. Die Berliner Bevölkerung liegt mit der Zahl ihrer Selfies nicht unter den Top 100. Stift oder Laptop? Wenn Studierende Vorlesungsstoff in ihre Laptops tippen, erreicht er nicht automatisch auch ihren Kopf. Handschriftliche Aufzeichnungen scheinen bei bestimmten Aufgaben hilfreicher zu sein. Uni-Hörsäle wirken heute oft wie kleine Rechenzentren. Sind die Studierenden nicht gerade bei Facebook oder anderweitig im Internet unterwegs, schreiben sie den Stoff in Vorlesungen auf ihren Notebooks mit. Aber auch wenn die Studierenden gut aufpassen und alles haarklein eintippen, verarbeiten sie das Gehörte weniger effektiv, als wenn sie mit der Hand schreiben würden. Das haben amerikanische Forscher nun herausgefunden. In einer Untersuchung sollten Probanden Vorträge protokollieren, entweder auf dem Laptop oder mit Stift und Papier. Darauf wurden die Teilnehmer mit verschiedenen Aufgaben geprüft. Wenn reines Faktenwissen abgefragt wurde, waren die Unterschiede gering. Aber bei Transferleistungen schnitt die Laptop-Gruppe deutlich schlechter ab. Die Forscher meinen, dass das Schreiben mit der Hand die kognitive Verarbeitung von Gehörtem wohl stärker stimuliere. Die Deutsche Bahn spricht Deutsch. Service Point, Call a Bike, Kiss and Ride. Die Deutsche Bahn hatte es sich angewöhnt, mit ihrer Kundschaft auf Englisch zu kommunizieren. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Bahn wird ihre Handzettel nicht mehr Flyer nennen und Hotlines sollen demnächst Servicenummern heißen. Etablierte Markennamen wie Bahncard oder Intercity will die Bahn aber weiterhin verwenden. Wie missverständlich einige ihrer Anglizismen sind, musste die Bahn feststellen, als sie an einem niederbayerischen Bahnhof eine Kiss-and-Ride-Zone, übersetzt so viel wie Küsse kurz und fahr schnell wieder weg, einrichten wollte. Leser mit schwachen Englischkenntnissen waren alarmiert. Sie dachten bei diesem Begriff nicht an eine Kurzzeitparkzone, sondern glaubten allen Ernstes, die Bahn plädiere für ein Rotlichtviertel in Bahnhofsnähe. Die Bahn hat nun angekündigt, alternative Begriffe für überflüssige Anglizismen zu suchen und liegt damit sprachlich im Trend. Der Verein Deutsche Sprache hat nämlich festgestellt, dass sich das Bewusstsein zugunsten der deutschen Sprache ändert. Auch in der Politik ist ein Meinungsumschwung im Gange. Ein Politiker meinte, in unseren Unterlagen fallen mir Anglizismen auf, die nicht unsere Weltläufigkeit unterstreichen,
sondern eher, mit Verlaub, albern wirken. Hilfe, mein Kind ist Schnee. Eine Mutter hat im Internet einen Arzt um Hilfe gebeten. Ihre dreijährige Tochter Lena liebt den Winter und vor allem Schnee. Lena nimmt oft eine Handvoll Schnee in den Mund und isst ihn. Lenas Mutter war ganz beunruhigt und wollte wissen, ob das ungesund ist. Der Arzt hat ihr geantwortet: Wenn Ihre Tochter nur eine geringe Menge Schnee isst, dann müssen Sie sich keine Sorgen machen. Aber Sie müssen aufpassen, dass der Schnee sauber ist und nicht vom Gehweg oder vom Straßenrand stammt. Denn ist der Schnee schmutzig, dann kann Ihr Kind schnell Magenschmerzen bekommen. Problematisch wird es auch, wenn Ihre Tochter größere Mengen Schnee isst. Sie müssen sich vorstellen, das Schneewasser ist wie destilliertes Wasser. Es hat selber keine Mineralstoffe. Wenn man nun viel davon trinkt, holt sich das Schneewasser die Mineralien aus dem Körper und der Körper wird dann schwach. Ist Curry gut fürs Gehirn? Ein Gewürz, das gewöhnlich für asiatische Curries verwendet wird, könnte positiv auf die Selbstheilungskräfte des Gehirns einwirken. Eine deutsche Studie belegt, dass ein Bestandteil des Kurkuma, auch gelber Ingwer genannt, das Zellwachstum im Selbstheilungszentrum des Gehirns anregt. Allerdings erst einmal nur bei Ratten. Die beteiligten Wissenschaftler sagen, dass dieses Ergebnis wegweisend für ein neues Medikament sein könnte, das bei Schlaganfällen und der Alzheimer-Krankheit helfen könne. Es seien aber weitere Testphasen notwendig, um auf die Anwendbarkeit beim Menschen schließen zu können. Die Versuchsratten bekamen Injektionen mit einer Kurkuma-Verbindung. Daraufhin wurden ihre Gehirne gescannt. Die Forscher stellten fest, dass die Teile des Gehirns, in denen Zellwachstum stattfindet, nach der Kurkuma-Gabe besonders aktiv waren. In einer anderen Versuchsreihe wurden Stammzellen der Ratten in eine Lösung mit Kurkuma-Extrakt gegeben. Diese Stammzellen, die nach einer Schädigung des Gehirns daran beteiligt sein sollen, Gehirnzellen zu reparieren, wuchsen umso mehr, je intensiver die Kurkuma-Lösung war. Die Wissenschaftler möchten allerdings jetzt noch nicht empfehlen, das Gewürzregal in den heimischen Küchen übermäßig mit gelbem Ingwer aufzustocken. Es bedarf noch gesicherter Erkenntnisse im Hinblick auf die Wirkung im menschlichen Gehirn. Schuhe aus dem Automaten. Süßigkeiten oder Kaffeeautomaten, die kennt jeder von uns. Aber einen Schuhautomaten? Erfunden hat ihn eine Münchnerin, die mit ihren Freundinnen oft in Clubs zum Tanzen geht. Alle tragen dann gerne Schuhe mit hohen Absätzen. Und immer wieder kommt es dabei vor, dass nach einer langen Nacht die Schuhe drücken, die Füße schmerzen oder die Frauen Blasen bekommen. Nicht selten musste eine von ihnen deshalb schon die Tanzfläche vorzeitig verlassen und barfuß nach Hause gehen. Und das fanden sie alle entsetzlich. Damit das nicht mehr passiert, gibt es nun im Automaten eine bequeme Alternative für kaputte Füße. Flache Ballerinas in den Größen 35 bis 42 und in den Farben Pink, Schwarz, Violett, Weiß oder Silber und Gold. Für 7 Euro
bekommt man neben einem Paar Ballerinas auch noch einen Beutel, in dem man seine High Heels verstauen kann. Man kann sie dann an der Garderobe abgeben oder diskret auf dem Nachhauseweg transportieren. Wunderliche Wünsche und kuriose Klagen. Die merkwürdigsten Nachfragen und Beschwerden von Hotelgästen sind nun aufgedeckt. Ein Reiseportal fragte 400 Hotelangestellte weltweit nach den sonderbarsten Dingen, die Hotelgäste von ihnen erfragten oder über die sie sich beschwert haben. Unter den 10 ungewöhnlichsten Nachfragen war etwa der Wunsch nach 15 Gurken pro Tag, nach einem Bad in Schokoladenmilch oder gar nach einer toten Maus. Noch fantastischer waren sicherlich die Forderungen nach nur rechten Hühnerbeinen beim Menü mit Huhn oder nach einer Toilette gefüllt mit Mineralwasser. Auch bei den Beschwerden fanden sich recht schrullige Beispiele. So wunderte sich ein Gast in London, dass er keinen Seeblick habe. London liegt 80 Kilometer von der Küste entfernt. Anderen waren die Bettbezüge zu weiß, das Meer zu blau oder die Eiscreme zu kalt. Die Gäste fanden sogar Wege, das Hotelpersonal für das Benehmen ihrer Reisebegleitung verantwortlich zu machen. So fragte einer nach einem Preisnachlass, weil das Schnarchen seiner Freundin ihn wachgehalten hatte. Ein anderer behauptete, seinem Hund habe der Aufenthalt gar nicht gefallen. Darum wollte er nun Geld zurück. Straßennamen. Im Mittelalter wurden die Gassen einfach nach den Handwerkern benannt, die dort gearbeitet haben. In der Bäckerstraße wurden Brote gebacken und in der Münzstraße Münzen hergestellt. Damals gab es keine Straßenschilder, denn es konnte sowieso kaum jemand lesen oder schreiben. Außerdem kannte jeder jeden, und wenn man fremd in der Stadt war, musste man sich einfach durchfragen. Heute ist der häufigste Straßenname in Deutschland die Hauptstraße. Davon gibt es zurzeit 7630. Gleich danach kommt die Dorfstraße. Außerdem wimmelt es von Bahnhofstraßen, Kirch-, Garten-, Berg- und Lindenstraßen. Und welche historischen Persönlichkeiten sind bei Straßennamen besonders häufig? Am beliebtesten ist der Schriftsteller Friedrich von Schiller. Erst nach der Schillerstraße kommt die Goethestraße. Meistens werden übrigens die Straßennamen in einem Viertel so gewählt, dass sie irgendwie zusammenpassen. So entstehen dann Stadtteile mit Straßen, die alle nach Wissenschaftlern benannt sind, oder es gibt viele Straßen nebeneinander, die alle Blumennamen tragen. Das malende Pferd. Metro Meteor ist ein Vollblutrennpferd im Ruhestand, das schlechte Knie hat und eine zappelige Persönlichkeit. Er war einmal ein Star, aber nach 4,5 Jahren schwerer Rennen, großer Gewinne und mehreren Operationen war Metro weder in der Lage, Rennen zu laufen, noch überhaupt einen Reiter zu tragen. Der frühere Luftwaffenoffizier Ron Krajewski adoptierte Metro und übernahm seine Pflege. Mr. Krajewski, der sich als Autodidakt selber das Malen beigebracht hat, dachte nun, er könnte doch auch Metro den Umgang mit Pinsel und Farbe lehren. Es stellte sich heraus, dass Metro richtiges Talent hat. Mr. Krajewski schiebt Metro einen in Farbe getränkten Pinsel ins Maul und das Pferd geht an die Arbeit, bewegt seinen Kopf auf und ab und schmiert die Farbe über eine Leinwand.
Das Tier hat einen kräftigen Pinselstrich und es sind schon einige Leinwände zu Bruch gegangen. Metro ist inzwischen eine kleine Berühmtheit. Seine Bilder, die über eine Galerie vertrieben werden, sind ausverkauft. Es gibt Stoffbeutel, Kissen und Tapeten mit seinen Bildern. Der Erlös aus den Verkäufen geht zur Hälfte in Metros medizinische Versorgung und in ein Adoptionsprogramm für andere ausrangierte Rennpferde. Was ist Nomophobie? Im Schnitt wird das Mobiltelefon 34 Mal am Tag aus der Tasche gezogen. Und viele geraten in Panik, wenn sie einen schwachen Handyempfang haben oder sich in einem Funkloch befinden. Nomophobie heißt die Angst vor dem Gefühl, nicht erreichbar zu sein. Es ist eine Abkürzung für No Mobile Phone Phobia. Auf Deutsch: Angst, kein Handy zu haben. 2/3 aller Smartphone-User trauen sich angeblich nicht, ihr Handy auszuschalten. Auch ein leerer Akku kann nomophobe Menschen nervös machen. Bei einigen geht die Angst so weit, dass sie ein zweites Mobiltelefon bei sich tragen. Andere spüren gelegentlich sogar Phantomvibrationen. Sie glauben, den Vibrationsalarm einer eingehenden Nachricht zu bemerken, obwohl keine eingetroffen ist. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen ihr Handy unbedingt brauchen. Die einen möchten in der Lage sein, jederzeit Hilfe zu rufen und so sicherer zu leben. Andere befürchten, sie könnten etwas Wichtiges verpassen oder in einem Notfall nicht schnell genug reagieren. Der zahme Storch. Die Touristen auf der schönen Insel Föhr in Nordfriesland glauben fast nicht, was sie da am Wasser sehen. Auf der vollen Strandpromenade läuft gemütlich ein stolzer Storch umher. Der Vogel mit den langen Beinen blickt mal nach links, mal nach rechts und lässt sich von niemandem stören. Aufmerksam schaut er die Badegäste an. Hat da vielleicht jemand etwas Leckeres zu essen? Zum Glück behalten die Strandbesucher ihre Kekse und anderen Proviant für sich. Denn diese Dinge sind nicht gut für Störche. Es wird sogar besonders davor gewarnt, die Tiere zu füttern. Die Störche geben nämlich die Essensbrocken an ihre Jungen weiter und diese sterben davon. Man sollte sich also einfach darüber freuen, dass dieser Vogel so schön aussieht und ihn am besten in Frieden lassen. Vokabeln lernen und Fäuste ballen. Wenn man seine Fäuste richtig ballt, kann man besser Vokabeln lernen. Klingt kurios, oder? Dass in unserem Gehirn Arbeitsteilung herrscht, wissen Sie bestimmt. Die wichtigsten Sprachzentren liegen in der linken Hirnhälfte, die auch die Bewegung der rechten Gliedmaßen steuert. In der rechten Hirnhälfte hingegen sitzt das Faktengedächtnis und sie steuert die linke Körperseite. Forscher in New Jersey wollten nun wissen, was passiert, wenn wir beim Lernen die Hirnhälfte stimulieren, die gerade arbeiten soll? In einem Experiment mussten Probanden Wörter lernen. Ein Teil von ihnen presste direkt vor Beginn des Wörterlernens zweimal 45 Sekunden lang einen Gummiball fest in der rechten Hand. Ein anderer Teil ballte die linke Hand. Und die dritte Gruppe hielt die Hand einfach locker geöffnet. Beim Abrufen der gelernten Wörter ballten die Teilnehmer wieder, vorher kurz ihre rechte oder linke Faust
oder hielten den Ball nur lose fest. Diejenigen, die beim Vokabellernen ihre rechte und beim Abrufen ihre linke Faust geballt hatten, schnitten signifikant besser ab. Das könnte darauf hindeuten, dass bestimmte Körperbewegungen kurzzeitig unsere Hirnfunktionen beeinflussen und so auch das Gedächtnis verbessern können. Also, einfach ausprobieren!